Diese Review wird unterstützt durch Amazing Collectibles, euren Online-Shop für 1:6 Figuren und mehr. Es ist wieder Review-Zeit. Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei Dark Schnecke Reviews. Herzlich willkommen zurück, ihr Assassinen da draußen. Heute gibt es wieder was für alle Assassin's Creed-Fans da draußen. Aus dem Film Assassin's Creed, den ich persönlich jetzt nicht so toll fand. In dem Film hat Michael Fassbender halt den guten Aguilar gespielt. Und der wurde jetzt von Damn Toys umgesetzt. Falls ihr meine letzten Reviews gesehen haben solltet, ich habe euch schon zwei Figuren aus der Assassin's Creed-Reihe von Damn Toys gezeigt. Und die sind wirklich sehr, sehr, sehr stark. Hier, der gute Aguilar kommt jetzt in einer sehr großen Verpackung daher, wie ihr schon seht. Denn da ist noch eine richtig coole Base mit dabei. Und das wollen wir uns heute einfach mal genauer anschauen. Die Verpackung selbst, ihr seht das ja schon, ist relativ schlicht. Ihr könnt vorne drauf jetzt halt den guten Aguilar sehen. Natürlich das Gesicht von Michael Fassbender nicht, aber das ist schon mal ganz okay. Hier seht ihr dann halt nochmal Assassin's Creed. Und auf der Rückseite haben wir dann das Assassin's Creed-Symbol mit Aguilar, wie er halt den Todessprung halt macht. Was ich besonders lustig finde, für alle findigen Assassin's Creed-Fans, hier oben drauf seht ihr das Logo von Abstergo Industries. Und die Figur selber ist nicht nur von Ubisoft irgendwie gesponsert, was ihr auf der Seite hier unten seht. Da. Hier auf der Seite ist das Ganze auch nochmal powered by Abstergo. Das heißt, die Templer haben da auch ein bisschen ihre Finger mit im Spiel. Ich würde sagen, Leute, wir werden das Ganze uns jetzt mal angucken. Wir gehen jetzt zum Review-Bereich und schauen uns den dritten Assassinen von Damn Toys an, den ich euch vorstelle. Viel Spaß! Tja, und ich würde sagen, auch hier hat Damn Toys wieder richtig geil gearbeitet. Denn auch diese Assassine gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Wie gesagt, der Film war jetzt nicht wirklich so persönlich mein Geschmack als großer Assassin's Creed-Fan, aber die Figuren von Damn Toys, die sind schon wirklich gar nicht schlecht. Und ich hoffe ganz inständig, dass die Reihe weiter fortgeführt wird. Denn es gibt auch noch so viele klassische, ikonische Charaktere, die hier umgesetzt werden können. Wenn wir uns jetzt Aguilar mal genauer angucken, ist natürlich nicht so wirklich so der typische Assassinen-Style, weil er eher dunklere Kleidung trägt. Normalerweise haben die Assassinen ja zumindest Ezio und Altair eher die weißen Klamotten getragen. Im Film war das Ganze dann eher so ein bisschen düsterer gehalten, was ich persönlich aber auch gar nicht schlecht fand. Generell muss ich gestehen, fand ich das Design von Michael Fassbenders Aguilar eigentlich gar nicht schlecht, denn es hat sich doch schon, zumindest in den Grundzügen wirklich sehr an die Videospielvorlage gehalten und das seht ihr natürlich jetzt auch hier an seiner Kleidung, die er trägt. Gefällt mir gut, muss ich ganz ehrlich sagen, die typischen Qualitätsmerkmale von Damn Toys sind hier auf jeden Fall auch weiterhin vorzufinden und ich muss sagen, das ist einfach sehr toll gemacht. Aber ich muss natürlich auch dazu sagen, wir haben hier kein Hot Toys Produkt und daher ist das Gesicht jetzt nicht wirklich hundertprozentig Michael Fassbender, aber ich glaube nicht, dass ihr enttäuscht sein werdet, denn sagen wir mal ehrlich, Leute, wir werden ihn sowieso, wenn überhaupt, mit Kapuze ins Regal stellen, weil der Assassine, das muss einfach mit Kapuze, dann passt das, dann sieht das gut aus, aber wir gucken uns das einfach mal genauer an und ihr könnt dann für euch selbst entscheiden, wie das Ganze für euch hier rüberkommt. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schöne Details hier in der Figur zu sehen, gerade auch hier im Gesicht. Da muss ich sagen, ja, es ist schon gar nicht schlecht. Mir persönlich gefällt es eigentlich. Mir gefällt es eigentlich sehr. Schaut mal gerade hier so die Perspektive. Ja doch, man erkennt Michael Fassbender definitiv hier drin. Na, wenn wir uns das Ganze jetzt aber mal ein bisschen detaillierter angucken wollen, dann nehmen wir einfach die Kapuze runter. Auch da natürlich Damn Toys typisch, ist hier ein kleiner Draht eingebaut, damit ihr das Ganze hier noch so ein bisschen halt zurecht machen könnt. Ne? Also ihr könnt das auch noch, wenn ihr möchtet, so richtig runter ins Gesicht ziehen, damit da gar nicht mehr großartig was zu sehen ist. Und hier oben drauf, das alles hier, das ist übrigens gestickt, ne? Was ich sehr schön finde. Also da haben sie schon gut gearbeitet. Wir machen jetzt trotz alledem mal die Kapuze ab, damit wir mal einen genaueren Blick auf Aguilar werfen können, auf den guten Michael Fassbender. Und da ist er. Jo, ich würde sagen, man erkennt Michael Fassbender auf jeden Fall. Wie gesagt, gerade hier diese Seite, das sieht sehr, sehr stark aus, das gefällt mir. Mir gefallen die Details generell sehr gut, gerade auch hier mit dieser Tätowierung, die er hier über dem Auge hat. Das ist so so bläulich-grünlich. Ich kann es euch nicht ganz genau sagen, was für eine Farbe das ist. Aber es gefällt mir schon ganz gut. Ne? Auch so der Bart und alles, das ist sehr schön gesculptet. Das gefällt mir auch von der Farbgebung her. Er guckt ein bisschen grimmig. Das finde ich auch gut. Ich weiß nicht genau, was jetzt hier nicht hundertprozentig spot-on ist. Ich denke, es wird so ein bisschen der Touch der Augen sein. Aber glaubt mir, wenn ihr den jetzt zum Beispiel neben euren Edward Kenway oder neben Altair stehen habt, dann sieht das Ganze wirklich sehr gut aus. Und mir gefällt er. Mir gefällt er wirklich sehr. Schauen wir uns mal die Rückseite mit den Haaren an. Denn auch da ist das Sculpting wirklich gar nicht schlecht.
Na, ihr seht, das Ganze hier ist auch noch mal so ein bisschen zusammengebunden. Ne? Das sieht zumindest so aus hier. Sehr fein gearbeitet. Auch hier ähnlich wie bei Hot Toys flexibel gemacht, damit hier nichts passiert, wenn ihr die Kapuze mal runter oder raufzieht. Na, also wenn ihr dahinter hakt, da kann nichts passieren. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Sieht wirklich sehr gut aus, muss ich sagen. Also sehr stark gemacht, auch hier an der Seite. Da haben die schon wirklich sehr, sehr schön gearbeitet. Das gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Ja. Und der Rest hier vom guten Aguilar, ne, wir gucken uns das jetzt nochmal genauer an. Ja, da müsst ihr ein bisschen drauf achten, er ist ein bisschen steif im Oberkörper, denn ihr seht ja hier, das ist so eine, ja, das ist eigentlich so eine komplette Platte, die er hier trägt, ne. Also die Kapuze ist, glaube ich, hier irgendwie durchgesetzt. Ich kann es euch nicht sagen, es sieht so aus, als wenn die hier durchgeht, denn das ist so ein komplettes Kunststoffteil, was er jetzt hier trägt, ne. Dadurch ist er allerdings auch ein bisschen eingeschränkt. Wir können jetzt auch nicht wirklich großartig den Kopf bewegen. Er hat ja eh schon jetzt die Haare hier drunter, aber ihr seht ja, dass dieser Kunststoffteil komplett hier in den Nackenbereich reingeht, ne. Ist natürlich flexibel, also da kann nicht irgendwie was passieren oder so. Aber der Kopf ist auf jeden Fall da ein bisschen eingeschränkt. Da gucken wir aber gleich wegen der Beweglichkeit nochmal genauer drauf. Und auch die Schulter, ne, weil das, wie gesagt, ein solider oberer Panzer ist. Daher ist das alles hier ein bisschen ja, eingeschränkt halt. Aber trotzdem muss ich sagen, optisch zumindest gefällt mir das hier wirklich sehr, sehr gut. Hier oben noch, das finde ich ganz lustig, hier sind so ein paar Plätze, da hat M-Toys leider gesehen, irgendwas vergessen. Denn hier müssten eigentlich, soweit ich das jetzt sehe, auch noch Messer rein. Wir haben Messer mit dabei, so kleine, die könnten da rein, aber die haben so gesehen jetzt hier natürlich ihren Steckplatz nicht. Also das wurde hier nur angedeutet, das finde ich ein bisschen schade. Wäre cool gewesen, wenn hier noch die Messerchen drin wären, aber das ist wie gesagt mal wieder so ein kleiner Nitpick auf höchstem Niveau halt. Der Rest seiner Rüstung, wie gesagt, ist wirklich sehr toll gemacht. Vieles allerdings auch dann so ein bisschen gummiert, damit hier nicht wirklich was passiert. Ihr seht ja auch hier diese kleinen feinen Sachen hier. Das ist eher so, ja nein, nicht gummiert, aber ein weicheres Plastik, ne, damit auch in der Beweglichkeit das Ganze dann hier wirklich nicht irgendwie beschädigt wird. Hier vorne, das auch hier, ne, diese Art Brustplatte, auch das ist aus diesem gleichen Material gemacht. So eine Art Kunststoff. Und hier passt bloß auf diese Dinger hier an der Seite. Ich weiß nicht, wartet mal, mein Daumen da. Die pieksen wie Sau. Passt da ein bisschen auf, wenn ihr dahinter hakt. Da könnt ihr euch tatsächlich sogar ein bisschen verletzen. Also ein bisschen vorsichtig da. Ja, ansonsten, ne, ihr seht ja der Anzug hier. Ich finde das Material relativ interessant und es ist auch sehr gut geweathert irgendwie. Das ist alles gar nicht schlecht geworden. Hier drunter, das hier ist so ein bisschen robusteres Material irgendwie. Das sieht zumindest optisch so aus, so wie die Kapuze halt. Das mag ich sehr. Das zieht sich dann natürlich noch komplett runter. Dann haben wir hier den Bauchgurt, den typischen Assassinen-Bauchgurt. Und da seht ihr schon, da ist schon eine Menge am Start, was hier sehr interessant ist. Hier drunter hat er ein rotes Tuch unter dem Bauchgurt, ne? Hier sind noch ein paar ja, Stripes am Start. An der Seite hier vom Bauchgurt könnt ihr erkennen, hat er dann hier, ich denke mal, das sind so ja, Rauchgranaten, die er hier drin hat. Auch das finde ich sehr schön. Das gefällt mir. Auf der Seite ist natürlich jetzt schon eins der Zubehörteile am Start, nämlich ein Messer. Das können wir gleich mal mit abarbeiten. Das Messer kommt separiert in der Verpackung. Ihr habt hier diese Messerscheide. Die müsst ihr hier reindrücken. Also seid äußerst vorsichtig. Und das Messer, das sitzt wirklich sehr knatsch und agilar dran. Wenn ich es jetzt mal rausziehe, na, da könnt ihr das sehen. Da ist das Messer. Sieht wirklich auch sehr gut aus mit schönen Details. Die Klinge ist extremst flexibel, aber das muss sie auch sein. Denn wenn ihr das Messer da wieder reinsteckt, dann müsst ihr das Messer tatsächlich ein bisschen zu euch drücken, damit ihr das dann hier reinpackt, weil das geht direkt an den Körper. Ne? Ihr seht das. Also ein bisschen vorsichtig damit und dann einfach reingesetzt. Könnte ein kleiner Knackspunkt sein, dass das Messer vielleicht abbricht, wenn ihr da zu krass irgendwie gegendrückt. Aber ich denke mal, wenn ihr vorsichtig seid, dürfte da nichts weiter passieren. Ja, auf der Rückseite von Aguilar haben wir dann auch nochmal wirklich richtig schöne Details. Ihr könnt sehen, ihr könntet, so wie ich das jetzt hier zumindest erkenne, den Gürtel ablösen. Hier ist nämlich so ein kleiner Plastiknupsi. Ich rate aber davon auf jeden Fall ab. Hier könnt ihr auch sehen, dass das Ganze mit Klettverschluss hier hinten noch befestigt ist. Lasst es. Ne? Also fummelt nicht an diesen Figuren rum, nicht, dass da was kaputt geht. Ich würde es nicht. Ich würde es euch definitiv nicht raten, dass ihr das macht. Hier auf der Rückseite haben wir dann natürlich auch nochmal komplett von seiner Kleidung hier die ganzen verschiedenen Layer. Assassin typisch sehr geil gemacht, muss ich sagen. Auch hier dann nochmal diese ganzen Ausläufe hier. Ich mag das ja. Ne? Das ist ja auch bei Ezio und Altair schon so cool gewesen. Und auch hier wieder Thumbs Up an Damn Toys. Hier sind Drähte drin. Da könnt ihr dann wieder so ein bisschen mitspielen, dass er im Wind irgendwie durch die Gegend springt oder sowas. Na, also das ist wirklich sehr cool und das mag ich. Das ist gerade ein schöner kleiner Not, ein schönes kleines Highlight. Ja, wenn wir nochmal auf die Vorderseite gehen, sehen wir natürlich, dass das Ganze hier auf der Seite dann auch genauso gemacht ist. Wir haben hier übrigens auch nochmal so ein paar, ja, ich weiß nicht genau, was es darstellen soll. Na, so ein paar Kordeln mit verschiedenen kleinen Ornamenten dran. Ihr seht das, ne? Das ist auch wieder so ein kleiner filigraner Part, wo ich euch zur Vorsicht rate. Es ist aus einem etwas weicheren Kunststoff gemacht.
Das hängt dann hier so lose runter. Sieht super aus auf jeden Fall, gefällt mir. Und dann hier auch nochmal diese Ausläufe von seiner Rüstung, von seiner Robe, sage ich jetzt mal. Auch die sind hier vorne wieder mit Draht versehen und haben auch schöne Details auf der Innenseite. Wirklich ganz, ganz toll, muss ich sagen. Darunter trägt der gute Aguilar eine relativ schlichte Hose mit einem interessanten Muster. Na, wenn ihr das sehen könnt, also auch da nicht schlecht. Sieht auch so aus, als hätte sie genug Luft und Spiel, ne, weil da ist wirklich eine Menge Luft drin, damit wir auch später mit der Beweglichkeit so gesehen keine Schwierigkeiten haben. Ich finde das super. Wenn wir jetzt nochmal zu den Armen zurückgehen, kommt natürlich der ikonische Anblick, den wir alle lieben und mögen an Assassin's Creed. Und zwar hat er pro Arm halt seine Assassinenklingen am Start. Hier ist sie eingelassen, finde ich sehr, sehr cool. Das gefällt mir. Auch die Details daran wurden wirklich sehr fein ausgearbeitet. Diese Klingen könnt ihr ausfahren übrigens. Ja, passt da auch wieder unbedingt auf. Wenn ihr das nicht unbedingt machen wollt, dann lasst es. Die sind sehr flexibel. Ne? Ihr könnt jetzt hier mal hinterhaken. Und dann müsst ihr die Klingen, aha, jetzt kriege ich selber Panik, rausziehen. Seht ihr? So weit können wir die Klingen rausziehen. Na, also es ist alles machbar. Mir wäre es aber irgendwie lieber gewesen, wenn sie hier so einen kleinen Schieber eingebaut hätten, damit das ein bisschen einfacher geht, weil hier so hinterhaken und dann die Klinge da rausziehen ist so, okay. Es geht hier zumindest auf der Seite sehr locker, auf der anderen Seite muss ich das ein bisschen lösen. Aber wenn ihr die Klinge ausgefahren habt, seht ihr ja auch hier wieder noch schöne kleine Details mit verarbeitet. Das ist alles sehr, sehr toll gemacht. Na, also auf beiden Seiten die Klingen mit dabei, sehr, sehr stark gemacht und das gefällt mir. Genauso wie die Armschützer selbst hier, ne, auch schöne Details mit verarbeitet. Die sind auch wieder aus einem weicheren Kunststoffmaterial gemacht, sitzen wirklich sehr gut dran und das ist einfach super cool gemacht, muss ich sagen. Zu guter Letzt für euch auch nochmal ein Einblick auf die Stiefel. Die gefallen mir auch sehr gut, denn die haben auch einen schönen Detailgrad abgekriegt. Sie sind typisch wie für manch andere Anzu-6-Figuren separiert. Das heißt hier diese obere Part, ihr seht das ja, ich kann das ein bisschen lösen. Na, der ist locker, damit wir hier unten halt mit dem Kugelgelenk einigermaßen die Figur bewegen können. Das finde ich gut, das gefällt mir. Allerdings muss ich auch gestehen, dass Aguilar leider ein paar sehr lose Gelenke in den Beinen hat. Das ist ein kleiner Negativpunkt. Ich weiß nicht, ob es dann natürlich bei eurer Version so ist, aber achtet da so ein bisschen drauf. Aber ich denke mal schon, dass sie Aguilar sowieso nicht einfach so hinstellt, denn er hat nämlich noch eine richtig coole Base mit dabei, wo ich auch später zukommen werde. Denn ich würde sagen, wir gehen jetzt mal fix die Beweglichkeit durch und dann geht's auf zum Zubehör. Wie ich es euch ja eben schon gesagt habe, mit dem Kopf müsst ihr dann halt ein bisschen aufpassen. Komm mal her. Der wird halt ein bisschen eingeschränkt sein. Ne? Er sieht cool aus, definitiv. Also, der Kopf, ihr könnt ihn eigentlich drehen, ne? Einigermaßen nach links und rechts, das geht. Hier sind natürlich die Haare jetzt im Weg. Erwartet bitte nicht eine großartige Beweglichkeit nach hinten mit dem Kopf. Ihr seht ja schon, da ist das Ganze sehr eingeschränkt, weil dann halt auch die Haare in den Weg kommen. Nach unten allerdings, muss ich sagen, ist das völlig okay. Da könnt ihr ihn so weit nach unten gucken lassen, das finde ich gut, weil wenn er jetzt über den Dächern unterwegs ist und dann halt nach unten auf sein Opfer hinunter guckt, das könnt ihr schon gut nachstellen, das gefällt mir. Also da gar nicht schlecht gemacht soweit, ne? Da müsst ihr halt ein bisschen gucken, dass ihr da nicht mit den Haaren hier irgendwie Probleme habt, auch hier bei seiner Kapuze. Die Arme selbst, wie gesagt, das ist jetzt das Problem leider, das gefällt mir selber nicht so. Wir können die Arme auseinander, ich sag jetzt mal so machen, der könnte natürlich hier noch ein bisschen mit den Gelenken hier in den Ellbogen spielen, aber weiter als das ist das nicht drin. Also wenn ihr jetzt wirklich die ikonische Sprungpose nehmen will, wo die Arme weit auseinanderbreitet und nach unten springt. Das ist leider nicht möglich, weil dann hier komplett dieser Schulterpart im Weg ist. Das finde ich ein bisschen schade. Wir haben hier natürlich die Oberarmbeweglichkeit am Start. Wir haben doppelte Ellbogengelenke am Start. Na, salutieren ist also auch noch drin. Das ist alles ganz cool. Wir kriegen die Arme, jetzt muss ich mal gucken, nach vorne, jetzt auch nicht unbedingt zwingend so weit. Ungefähr so weit. Na, so weit kriegen wir die Arme nach vorne. Nach hinten kriegen wir die Arme soweit, das ist auch mehr als okay. Und die Hände sitzen natürlich auf den typischen 1:6 Gelenken, die aber hier natürlich auch eingeschränkt sind, weil hier dieser komplette Handschuh halt das Ganze hier festhält. Übrigens noch schöner kleiner Detailgrad, falls ihr das seht. Aguilar hat zumindest hier auf der rechten Seite an seinen Händen auch einen fehlenden Finger, so wie es damals mit den Assassinen auch war, ne, damit dann hier die Klinge halt durchgehen kann. Ne? Also das war damals zu Zeiten von Altair zum Beispiel auch so. Auf der anderen Seite hingegen hat er das Ganze nicht. Ne? Also sind das hier wahrscheinlich schon dann die neueren Klingen gewesen, die neumodernen. Aber auch da wirklich ein schöner Detailgrad. Oberkörperbeweglichkeit, liebe Leute, ja, auch da gibt es einen kleinen Enttäuschungsgrad, denn das Ganze ist hier doch schon sehr gut verpackt und sehr starr. Also da könnt ihr auch nicht viel erwarten. Ne? Er kann minimal bewegt werden, aber auch da ist nicht wirklich was am Start, was jetzt irgendwie relevant für eure Beweglichkeit oder eure Posen ist. Der, hier der Oberkörper oder hier die Hüftbeweglichkeit, die ist da. Da müsst ihr dann halt hier unten halt so ein bisschen mitspielen, mit der Hose am besten hier festhalten und dann bleibt das auch in Position. Das geht schon. Das ist schon mehr als okay. Die Beine
Beine kriegen wir im Split, ich denke mal sehr weit. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Also da geht wirklich einiges, wenn er springen will oder sowas. Das ist sehr, sehr cool. Wir haben hier die Oberschenkelbeweglichkeit. Wir kriegen die Beine auch sehr weit nach vorne. Sprungposen, also denke ich mal schon, sind mit Aguilar drin. Das geht. Das ist mehr als cool. Wir haben die doppelten Kniegelenke. Dann haben wir hier natürlich, wie ich es euch gezeigt habe. Oh, wir können es hier gerade perfekt sehen. Hier sind die Gelenke drunter. Ne? Da sind die Kugelgelenke drin versteckt, womit ihr dann halt auch eine schöne Beweglichkeit des Schuhs halt benutzen könnt. Also alles gar nicht so schlecht. Wie gesagt, die einzigen Einschränkungen sind hier wirklich im Oberkörper. Aber ich denke mal, da kann man drüber hinwegsehen, denn er wird auf jeden Fall in eine coole Pose gebracht werden, wenn ihr dann halt noch die Base dazu benutzt. Und wo wir von der Base reden, da kommen wir jetzt gleich, denke ich mal, als nächstes zu. Ja, lasst uns doch heute mal so machen. Die Base selbst ist wirklich cool geworden. Falls ihr die anderen Reviews gesehen haben solltet, da haben die Assassinen dann eher so normale kleine Stands mit Scheiben gehabt, wo sie dann halt irgendwie auf Fliesen oder sowas drauf standen. Aguilar ist da eine kleine andere Ausnahme. Ihr habt ja auch gesehen, die Verpackung, die ist relativ groß. Da ist eine Podest-Base mit drin, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Und die gucken wir uns jetzt einfach mal an. Da ist das gute Stück und das gefällt mir wirklich sehr gut, muss ich sagen. Es ist so eine Art, ja, ich weiß nicht, hier so ein Podest von irgendeinem Gemäuer halt. Und da könnt ihr Aguilar dann halt draufstellen. Es kommt in zwei Teilen daher. Na, wir können diesen oberen Part hier einfach abmachen, ne, und dann müsst ihr das hier wieder reinschieben. Das Material selbst ist, ja, für viele von euch, denke ich mal, ein Begriff in Sachen Funko-Pop-Figuren. Das ist nämlich eine Art Vinyl, würde ich mal eher sagen. Das ist jetzt nicht wirklich richtig Kunststoff, weil ihr könnt es teilweise wie eine Badeenten oder eine Badewannenente zusammenpressen, so quietschen. Das ist jetzt, ja, ein bisschen weicheres Material, zumindest dieser Part hier oben. Aber ihr hört das auch hier. Ja, das Ganze ist ein bisschen weicher gemacht, aber trotz alledem hat es ein gutes Gewicht, muss ich sagen. Also erschreckt euch da nicht. Auch wenn es sich ein bisschen weicher anfühlt, hat das ein schönes Gewicht, was mir sehr zusagt. Die ganzen Details, die hier dran sind, gefallen mir wirklich sehr gut. Die wurden schön ausgearbeitet. Denn ihr könnt sehen, dass hier das Gemäuer schon so ein bisschen eingerissen ist, halt schon ein bisschen alt gemacht wurde. Auch hier oben das Ganze. Farbgebung ist hier ein bisschen dunkler, muss ich sagen, von den ganzen Rissen und alles, als dann hier diese Platte, wo dann später der gute Aguilar draufsteht. Aber nichtsdestotrotz gefällt es mir. Wenn wir jetzt mal hier noch gucken, hier sind ein paar schöne Ornamente dran. Schaut mal, auch da wirklich tolle Details mit dran. Das sieht wirklich sehr, sehr stark aus. Also da muss ich sagen, gefällt mir die Base hier definitiv sehr gut. Und hier unten dann halt noch eine bronzene Nameplate, ne, eine Metall-Nameplate mit Assassin's Creed. Ha, sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Ihr seht auch hier oben, da ist ein kleines Loch. Dieser Loch ist dann so gesehen für den Stand für Aguilar. Und dieses Mal hat sich DermToys hier tatsächlich auch für eine dynamische kleine Stange entschieden, was ich sehr gut finde mit der Hüftgabel. Auch das gefällt mir ganz gut. Ne? Also ihr könnt diese Gabel dann halt so ein bisschen biegen, wie ihr möchtet. Ne? Das Ganze wird hier reingeschraubt. Allerdings nicht sehr viel reingeschraubt. Seht ihr das? Das ist nicht wirklich viel, wo das drin ist. Passt also so ein bisschen auf, dass ihr das dann nicht irgendwie zu weit biegt und das hier vielleicht rausbricht aus dem Gewinde. Aber ich finde die Idee persönlich sehr, sehr gut. Und wenn ihr Aguilar darauf stellt, könnt ihr natürlich versuchen, auch eine coole Sprungpose mit ihm da rauszuhauen. Ungefähr so könnt ihr ihn raufstellen. Allerdings muss ich auch hier sagen, finde ich etwas ein bisschen sehr schade. Denn diese Stange, die im Hintergrund ist, die ist ein Tucken zu klein. Die ist definitiv zu kurz. Ihr könnt Aguilar nicht wirklich schön gerade hinstellen, weil dieser Hüftgurt hier, wartet mal, ja, das ist ein bisschen nervig. Ihr könnt das natürlich noch weiter ein bisschen hier ansetzen, aber ihr schafft es Aguilar eigentlich nicht richtig, die Beine gerade zu machen, ohne dass ihr dann mit diesem Hüftgurt hier zum Beispiel hier an diese Rauchgranaten rankommt oder hier vielleicht sogar am Messer. Also auch da vorsichtig. Ne? Also macht da lieber ein bisschen was Cooleres, Dynamischeres, dass er so ein bisschen so springt oder ich habe keine Ahnung, was ihr da euch einfallen lasst, aber passt ein bisschen auf. Ne? Also ich würde sagen, dann eher in so einer Position oder halt mit den anderen Zubehörteilen, weil schade. Die hätte einen Tucken länger sein müssen, ganz ehrlich. Also es ist machbar, aber ihr könnt sie natürlich auch nach vorne biegen, wie ihr möchtet halt, dass ihr dann hier wirklich so runterjumpt oder keine Ahnung was. Da ist einiges machbar. Da müsst ihr halt mal gucken, wie ihr dann halt mit dieser dynamischen Stange halt umgeht. Ansonsten, wie ich es euch schon gesagt habe, ist das kleine Messerchen mit dabei und dann halt diese kleinen Wurfmesserchen, die ich euch jetzt mal so zeige, denn die sind wirklich sehr klein, sehr filigran. Schaut mal. Da sind die guten Dinger und wir haben, soweit ich das jetzt wirklich gesehen habe, keine Möglichkeit, das an die Figur reinzupacken. Aber ich sollte mir echt mal angewöhnen, irgendwie eine Bedienungsanleitung vorher anzugucken. Aber ich denke mal schon, es war eigentlich grob gesehen vorgesehen, dass die hier oben eigentlich noch reingehören. Aber das ist kein Steckplatz. Das ist wirklich leider nicht so geworden. Das finde ich sehr schade und darum würde ich sagen, diese kleinen feinen Messerchen, wartet mal, wo ich das andere... Das habe ich hier, verdammt, Kamera. Da sind die beiden kleinen Messerchen. Die sind so fein und so filigran, also wenn ihr da wirklich keine Verwendung für haben solltet, weil ich glaube auch nicht, dass die Hände das unbedingt großartig halten können,
packt sie in eine Verpackung zurück. Ich glaube, das ist wirklich um einiges besser, wenn ihr das macht. Dann gehen die euch nicht verloren. Ne? Also, das sind die so gesehen drei Stichwaffen, die mit dabei sind. Jetzt kommt aber auch noch wirklich was Cooles, was mir sehr gefallen hat. Und zwar hat Aguilar noch diesen verdammt genialen Bogen mit dabei, den er in die Hand drücken könnt. Und der gefällt mir schon ganz gut. Ich habe jetzt nicht auf der Seite die andere Hand eingepackt, womit ihr dann nämlich noch diesen Pfeil hier mit festhalten könnt. Da könnt ihr nämlich eine kleine coole Pose raushauen, wie Aguilar halt noch mit seinem Bogen schießt. Der Pfeil selbst, das ist mir aufgefallen, finde ich ganz cool. Die sind ja meist auch sehr filigran. Der hat hier tatsächlich in der Mitte eine kleine Metallstange. Das heißt, da kann jetzt nicht so schnell was kaputt gehen, wenn ihr mal gegenkommt. Allerdings passt ein bisschen auf hier hinten diese Feder. Die ist gummiert, denke ich mal. Also auch wieder so ein weicheres Kunststoffmaterial. Na, ihr seht ja, es ist sehr flexibel. Ne? Nur die Spitze, ja, ich denke mal, das ist normales Kunststoff. Ne? Oder das gehört sogar zum... Gehört das dazu zum Dings hier? Sagt schnell zum Metall? Nee, ich würde sagen, nur in der Mitte die Stange halt. Der Bogen selbst, ihr könnt ihn halt in die Hand packen. Der ist eigentlich auch ganz cool geworden. Bevor ich da mal eben kurz drauf eingehe, nochmal kurz was anderes. Wenn ihr bei Aguilar die Hände austauscht, kann ich euch garantieren, dass der eine oder andere da ein bisschen Schwierigkeiten haben wird. Ihr werdet euch quälen, denn die Gelenke sind leider sehr, sehr steif. Also die Balljoints, die in die Hände reinkommen, die jetzt hier in diese Hände reinkommen, die Löcher, was wir nun alle von unseren 1:6-Figuren kennen. Leute, ich habe da echt eben Schweißperlen auf der Stirn gehabt. Ich zeige euch das mal eben, wenn ich jetzt mal hier den Bogen abnehme, weil da ist das alles relativ easy und einfach, das ist kein Problem. Ihr seht, dass die Gelenke hier diesen ganz langen Stab haben, ne? Das ist alles kein Problem, aber wenn ihr jetzt mit Gewalt natürlich versucht, hier dieses Gelenk hier reinzudrücken, kann es sein, dass euch dieses Teil hier auf jeden Fall irgendwie in irgendeiner Weise durch einen doofen Zufall abknackst. Dreht das Ganze lieber ein bisschen so auf die Seite, dass ihr hier den Druck drauf ausübt, ganz ehrlich, weil sonst macht das Knack und dann ärgert ihr euch. Na, also die Hände austauschen ist leider hier nicht so lustig, weil auch hier drin die Farbe leider sich zumindest an den Händen, die an der Figur schon dran sind, wenn ihr sie aus der Verpackung holt, da hat sich die Farbe halt schon so festgeklebt an das Gelenk. Kann natürlich sein, dass es später auch noch wieder möglich ist, das besser hinzukriegen. Ihr habt Gott sei Dank aber auch noch austauschbare Ersatzgelenke mit dabei, falls da wirklich mal was passieren sollte. So, der Bogen. Den zeige ich euch noch mal kurz im Detail, weil trotz alledem finde ich den sehr cool. Na, der hat auch schöne Details abgekriegt. Ihr seht das ja, er ist so ein bisschen auf umwickelt gemacht, sieht sehr cool aus, soll eigentlich so einen Holzbogen darstellen. Und die Sehne ist natürlich auch beweglich. Ihr seht, der Bogen geht sogar mit, ne? Aber macht das nicht zu doll, sonst könnte auch das hier natürlich irgendwie knacksen oder euch zumindest diese Gummisehne oder hier diese, das ist eine Gummisehne, definitiv, ne? Irgendwie abgehen oder so. Aber cool auf jeden Fall. Das gefällt mir sehr gut, dass Aguilar hier den Bogen bei hat. Ihr könnt das natürlich auch so machen, dass er das ganze Ding halt schultert. Er muss ihn ja nicht in der Hand halten, aber nette kleine Sache und das ist leider alles, was an Zubehör mit dabei ist. Das ist Aguilar von Damn Toys von Assassin's Creed. Mehr kann ich euch nicht zeigen. Wie immer eine schöne Figur von Damn Toys, die mir persönlich trotz der Kleinigkeiten, die so ein bisschen nerven, sehr gut gefällt. Na, ich denke mal, der ein oder andere wird ihn sich sowieso schon in die Sammlung geholt haben. Na, also tolle Figuren und ich hoffe, dass Damn Toys mit der Assassin's Creed-Reihe noch ein bisschen mehr was macht. Und da wird auf jeden Fall noch mehr kommen, denn soweit ich mich jetzt nicht verguckt habe, habe ich schon einen Prototypen gesehen zu Connor aus Assassin's Creed 3. Ihr seht ja, ne, er hat ein paar tolle Sachen mit dabei, gerade mit dem Bogen und alles finde ich jetzt ganz cool. Ne, dann auch hier nochmal mit den Pfeilen. Austauschbare Hände, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, sind an der Zahl 8 Stück mit dabei, plus die zwei, die mit an der Figur schon dran sind. Und ich denke mal, das ist schon völlig ausreichend. Das Einzige, was ich wirklich ein bisschen schade finde, ist, dass die kleinen Messerchen jetzt hier wirklich keinen Platz gefunden haben. Wenn ich das wirklich vergessen haben sollte oder übersehen haben sollte, dann tut es mir natürlich leid, aber leider habe ich da jetzt keinen Platz für gefunden. Also, ich denke mal schon im Großen und Ganzen wird er euch gefallen. Ich bin natürlich wie immer auf eure Kommentare mal gespannt. Könnt ihr mir mal gerne unten reinschreiben, was haltet ihr von dieser Figur? Und ja, was mich auch mal interessieren würde, habt ihr den Film eigentlich gesehen? Was haltet ihr von diesem Film? Gerade für diejenigen unter euch, die vielleicht sogar die Spiele gespielt haben. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein, liebe Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann natürlich wie immer gerne ein Däumchen nach oben. Die kleine Glocke nicht vergessen, damit ihr keine zukünftigen Assassin-Reviews mehr verpasst. Und ich würde sagen, ich bin raus. Also Leute, macht's gut, bis denne dann und natürlich reingehauen.